Radebeul, das sächsische Nizza, unweit von Dresden. Die Heimat von Karl May. Hier steht sein Haus, die Villa Shatterhand. Seit fast 90 Jahren kann man in das Leben und Wirken des bedeutenden Schriftstellers eintauchen. Im Karl-May-Museum. Karl May war ein Träumer und Visionär, ein Tausendsasser und ein Christ. An diesem Schreibtisch hauchte er seinen unsterblichen Helden Leben ein. Winnetou, Old Shatterhand oder Kara Benemsi. Wer kennt sie nicht? Und wer ließ sich nicht schon von ihnen verzaubern? 200 Millionen Mal wurden seine Abenteuer gedruckt. Die Villa Bärenfett. Auch sie ist Teil des Karl-May-Museums. Seit 1928 besuchten mehr als 8 Millionen große und kleine Gäste das Museum. Für Karl Mays Erbe und die kulturhistorischen Schätze aus der ganzen Welt beginnt jetzt eine neue Ära. Die Karl-May-Stiftung plant mit ihrem Museumsteam eine umfassende Neugestaltung. Im Garten soll der zerstörte Brunnenengel als Symbol des pazifistischen Spätwerks Karl Mays wieder neu entstehen. Auch der chinesische Pavillon, der seine Faszination für Asien verkörpert. Ein neuer Museumskomplex wird gebaut, an der Meißner Straße, der Hauptverkehrsader, mit direkter Anbindung an den Nahverkehr. Ein Vorhaben, das vom Radebeuler Stadtrat einstimmig unterstützt wird. Eine Vision, die Investoren sucht. Ein Neuanfang, der Spender braucht. Werde Blutsbruder!